Es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Die ehrenhafte Nutella hat das Ganze hier mal wieder gepostet, wie das nächste Crew-Paket dann aussehen wird, was dann ab morgen verfügbar sein wird. Ich finde den Skin irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Gefällt mir eigentlich jetzt doch ein bisschen besser, als ich dachte. Und er hat auch zwei Stile. Man kann das Ganze auch kostenlos bekommen, aber dazu kommen wir dann gleich. Schauen wir uns erstmal das komplette Paket an. Ich muss sagen, die Blitze sind auch sehr, sehr heftig und die zweite Variante gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch mir das Ganze dann kostenlos freischalten werde. So, Backbling, zeigt er das Ganze hier? Ja. Erinnert mich so an das Green Arrow Paket, also an das Backbling. Aber ich muss sagen, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem diese Blitze, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und diese schwebenden kleinen Steine, Eissteine, die da auch so am Chillen sind, sind auch echt nicht schlecht. Wir spulen mal ein bisschen weiter vor, ansonsten wird das Ganze hier, glaube ich, zu lange dauern. So, was zeigt er jetzt hier? Spitzhacke hat nämlich auch zwei Stile, genau. Einmal so, in rosa, rosa-gold. Sound geht so. Und das Ganze hier auch dann in komplett blau. Finde ich sogar am besten ist blau. Schreibt mal eure Meinung zum Crew-Paket in die Kommentare. Dann haben wir hier, was zeigt er jetzt? Eventuell die Lackierung. Ne, das zeigt er jetzt hier kurz hier, wie es in der Lobby aussieht. Das ist aber jetzt unspektakulär. So, die Lackierung wurde bis jetzt eben noch nicht geleakt, sondern erst seit einer Stunde. Und die sieht auch nicht schlecht aus. Vor allem, die ist ganz, ganz leicht animiert. Kann man da an diesen Strichen erkennen, dass die ganze Zeit hin und her gehen. Und hier jetzt nochmal ein Tanz. Boogie Down. Okay. Ansonsten müsste eigentlich noch ein Ladebildschirm verfügbar sein. Wenn er den nicht zeigt, dann blende ich euch das Ganze einfach jetzt ganz genau hier ein. Ist ein wirklich schöner Ladebildschirm, muss ich sagen. Und wie man das Ganze kostenlos bekommt, dazu kommen wir ganz genau jetzt. Um das nächste Crew-Paket kostenlos zu bekommen, muss man erstmal hier nach unten gehen und sich das jetzige Crew-Paket kaufen. Wenn ihr das Ganze nicht kaufen solltet, ihr habt dann nur noch Zeit bis spätestens, glaube ich, morgen 1 Uhr. Aber falls ihr euch das Ganze jetzt kaufen solltet, dann müsst ihr erstmal natürlich 12 Euro zahlen. Dann könnt ihr das Ganze abbrechen, also ihr bricht dieses Crew-Paket dann ab. Dann müsst ihr nicht mehr zahlen und dann morgen im Laufe des Tages bekommt ihr automatisch den neuen Crew-Paket, also das neue Crew-Paket dann kostenlos freigeschaltet. Aber man muss halt erst immer das Paket vom vorherigen Monat besitzen. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze verstehen. Also wenn ihr das Crew-Paket vom Dezember hattet, es aber abgebrochen habt, habt ihr Green Arrow kostenlos bekommen, so wie ich. Wenn ihr das besitzt von jetzt, also was wir hier gerade sehen, wenn ihr das Ganze gekauft habt, aber abgebrochen habt, dann bekommt ihr das Paket vom Februar. Und das Ganze wird immer so weitergehen. So könnt ihr euch zumindest immer zwei kostenlose Skins bzw. einen kostenlosen Skin immer dazu verdienen oder dazu bekommen. So kann man das Ganze machen. Man muss halt einmal dafür zahlen und man bekommt dann den Skin im nächsten Monat dann kostenlos. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier so gut wie möglich erklärt. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare rein. Ich bin dann später live um, ich glaube, 20.45 Uhr habe ich den Stream schon mal vorgeplant. Könnt ihr gerne dort vorbeischauen, würde mich freuen. Vergesst auch nicht, irgendjemanden im Shop einzutragen. Danke für den Support und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.